willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 1. Und wir werden heute das Honigbienenkönigreich. Ja, haben wir noch einen Stern zu holen? Deswegen würde ich sagen, here we go. Let's go. Ja, schon das Mikro richten, aber los geht's zur letzte Mission gegen Angriff der Stinkkäferfamilie. Ja, stimmt, wir haben das letzte Mal ein paar von euch zerdeppert. Es tut mir leid, aber ich hoffe, wir können sie besiegen. Das sind sehr Stinkkäfer. Die schauen ein bisschen mechanisch aus, zumindest vom Maul her. Dann haben wir sie halt platt. Yes. Sind eigentlich noch nie da lang gegangen? Geht es überhaupt? Nee. So nicht. Warte mal. Um dein Blickfeld zu ändern, drücke Steuerkreuz. Wenn du es nicht anders kannst, ertönt ein Brummgeräusch. Ja, und was ist mit das Leben? Das, was ich letzte Folge dumm verspielt habe gegen die Stinkkäfer, weil ich mich einfach dumm angestellt habe. Muss man so sagen. Der ist total in Not, unser Kumpel. Ja, das ganze Stinkkäferfamilie ist hinter mir her. So, weg mit dir. Weg mit dir. Sehr schön. Okay, da ist eine Kanone. Schauen wir uns auch gleich mal an. Boah, jetzt machen wir erstmal euch weg. So. Drücke Z über ihn, um sie zu besiegen. Ja. Z ist Stampfen. Furchteinflößend. Ja. Oh, geht's gar nicht rein. Jetzt bist du hier. Oh, okay. Das war mal so ein Superpilz für uns. Sehr schön. Nein! Ah, Mist. Oh, ich komme hier auch hoch. Sehe ich schon. Ich sehe schon. Weg mit dir. Über die Fahnenstange komme ich wieder hoch. Oder so. Ich dachte, ich kann mich hier auch hochschütteln. Dün, 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 dün. Ha! So, man ist ja im Angriff erwischt. Okay, jetzt müssen wir trotzdem irgendwie weiterkommen. Okay, der kommt gar nicht weiter vor. Aber du. Ja, ich wollte eigentlich gerade stampfen, aber da hat er es gerade nicht erkannt. So, die Königin wieder, die ist auch deutlich näher dran als... Bleibt er jetzt? Da. Das Spiel hat gerade nicht, dass er... nicht gewollt, dass er zuschnappt. Die Nachbarn machen mal wieder Stunk. Kannst du nicht mal mit ihnen reden? Ah, immer mal den, ne? Gut. Machen wir sie mal fertig. Oh, das schaut aber aus bei denen. Der Hempels unterm Sofa. Meine Oma jetzt sagen. Heißt unordentlich. So, wir können jetzt fliegen und haben 6 Treffer zur Verfügung, bevor wir sterben. Das ist ja... Ja, Luxus ist das. Oh oh.
Jetzt wird er noch wütender, oder was? Ach, jetzt fliegt er noch! Okay, da komme ich gerade nicht mehr hin. So, jetzt aber. Geht ja eigentlich bis jetzt, aber jetzt wird er richtig wütend, hä? Oh oh. Jetzt müssen wir das ein bisschen anders machen. War gut oder ist gut? Ja, muss früher losfliegen. Aber ja. Das bringt mir jetzt gar nichts, wenn er seitlich fliegt. Ich weiß nicht, wie ich ihn erwischen könnte. Nein! Ja, aua! Eine Verwandlung ist flöten gegangen. Ja, Mist. War doch irgendwo ein Pilz. Drüben ist einer. Jetzt ein anderer Paar. Da. Nein! Wasser nicht gut. Die sind nicht gut. Jetzt verwandelt, sehr gut. Die sind immer noch nicht gut. Fast das Kostüm verloren. Nur die Verwandlung. Okay, dann kann ich nichts anhaben. Nein! Kann ich ihn sonst erwischen? Das ist jetzt echt mal eine gute Frage, oder? Ja, jetzt wird es schwierig, ne, weil er sich zu schnell bewegt, meiner Meinung nach. Der Mistkäfer könnten sie bitte mal warten. Nein, das könnte klappen. Da haben wir sogar noch einen One-Up-Pilz für den Fall. Aber vielleicht gibt es hier noch irgendwas, was ich jetzt nicht gesehen habe. Stelle. Ja, nee. Wäre so weniger, ne? Jetzt mit den Blumen ist eine gute Idee. Jetzt, aha! Ja, ein bisschen abwarten, so, und dann wird es schon. So, Ärger mit den Nachbarn. Ich glaube, das haben wir geschafft. Sehr schön. Stern erhalten. Gut, gut, gut. Diese gut. Ja, Stern Nummer 7. Sehr gut. Das eine neue Galaxie entdeckt. Okay. Ein Gourmet-Luma ist aufgetaucht. Okay. Ist der außerhalb der Welt? Ich denke mal ja, oder? Schauen wir mal gleich mal raus. Ja, da ist er doch. Lalalala, hey du da! Hast du keine Sternteile? Ich will Sternteile essen. Ganz viel davon will ich essen. Komm schon, gib mir ein paar Sternteile. Wenn ich 400 esse, verwandle ich mich. Ja, gut, dass wir die haben. Das war's, mein Bauch ist voll, dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung! Was verwandelt er sich?
Eine neue Galaxie wurde geboren. Okay. Aber... da schauen wir noch nicht hin. Nein, nein, da schauen wir noch nicht hin. Ich will jetzt erstmal weitermachen in dem Universum, wo wir sind. Schauen wir mal, die ist schon länger am Start. Testsurfen, was bist du? Umdrehboden-Galaxie. Ja, dann lass uns mal testsurfen. Lass uns surfen. Ja, dann lass uns mal surfen. Moment, Manta rochen. Okay. Hui, Pinguine sind am Start. Ja, moin. Hier, ich helfe mir auf Rochen. Man nennt uns Rochenreiter. Hi, wir sind aus dem Pinguin-Paradies hierher gekommen. Das erkenne ich damit, ne? Dass ihr Pinguine seid. Rochenreiter ist gar nicht so einfach, also hör gut zu, was der Lehrer zu sagen hat. Okay. Die Rochen heißen Surfrochen. Süß, oder? Naja, ist eher ein praktischer als süßer Name. Hi, willst du auch surfen? Genau. Ah, aber du reitest zum ersten Mal auf einem Rochen, oder? Dann erkläre ich dir, wie es geht. Also pass auf. Richte deine Fernbedienung auf den Fernseher. Genau, das ist die Grundstellung. Um dich nach links zu beugen, drehe die Fernbedienung von der Grundstellung aus gesehen nach links. Okay. Genau, so beugst du dich nach links. Ach, sag bloß. Und dich umgekehrt nach... rechts zu beugen, beuge dich nach rechts. So. Ja, also beugst du dich nach rechts. Die Geschwindigkeit kontrollierst du durch Drücken von A. Gut, soweit die Erklärung. Jetzt drehen wir eine Runde auf dem Kurs. Ja, okay, mit A gebe ich Gas. Okay. Oh, jetzt heißt es noch Gas geben. 130 unterbieten. Viel Glück! Mensch. Rum hier. Nein, genau das. Oh. Ja, und den Surf auch noch mit. In Tod gerissen. Ist aber auch eine blöde Steuerung, muss ich ehrlich sagen. Voll aufs Handgelenk bei mir. Aber ist schon eine recht direkte Steuerung, muss man so sagen. Du musst ja auf dem Gas bleiben, ne? Ist dauernd A drücken. Musik ist lustig. Na rum hier. Okay. Lass mich raten, da wo die Insignie ist, da ist Ende. Gelände. Uiuiui. Kann man denn hier wie bei den Mario 64 Kursen auch irgendwie krass abkürzen, wenn man es drauf hat? Yes! Oh, sehr gut. Kurz vor Ende nochmal fast runtergefallen. Wahnsinn. 1 1/10. Hervorragend. 10/10 sind das, ne? 10/10. Tut mir leid, ich hab Mathe nur in der Pinguin-Schule gehabt und dann geht's nur bis 3. Du hast dich so angestrengt, das verdient eine Goldmedaille. Ah, cool. Was der Pinguin gerade gelabert hat, ergibt gar keinen Sinn, was ich gesagt habe. Aber okay. Gib uns den Stern. War gar nicht so schwer. Wie gesagt, nur die Haltung ist für mich jetzt
weil ich durchs jahrelange Handballspielen ein paar kaputte Handgelenke habe. Nicht so einfach. Da gibt's Angenehmeres, sagen wir mal so. Aber gut. Testsurfen. Galaxie komplett. Ja, noch nicht ganz. Ja, so weit komplett, dass man... Noch eine neue Galaxie. Eieieiei. Ja, wir haben noch das andere Minispiel. Wir haben ihre Basis an der Front entdeckt. Bleibt zu hoffen, dass sie die Kraft des Sterns nicht missbrauchen. Ja. Schauen wir mal. Aber es sind Bowsers Leute, die missbrauchen die Kraft eigentlich immer. Aber ich will jetzt erstmal hier noch zu dem Umdrehboden. Da gibt es auch noch ein Sternchen. Das hat ja, was die erste Folge, zweite Folge, eigentlich ganz gut geklappt mit dem Umdrehboden. Färbt die Umdrehböden gelb ein. Warum eigentlich gelb? Mario ist doch rot. Macht gar keinen Sinn. Na gut. Vor den Typen müssen wir halt aufpassen und vor den Linien. Da muss man halt ein bisschen mit Ruhe vorangehen, aber wird schon. Aua. Aua. Na toll. Nein! Ah. Blödes Ding. Man kann zwar so Gefecht setzen, dann muss man sich aber beeilen. Aber genau das meinte ich. Aua! Ah, oh, was ist denn da los, Mann? Muss der mit einem besseren Pilz kommen. Jetzt lass mir das mal probieren. Ey. Ich will das jetzt schaffen. Mann. So, mit dir jetzt wohin? Na super. Ja, der Hintergrund sehe ich gerade, ist geil. Mario Bros. Okay, ich würde sagen, das hier ist der Abschluss. Okay, also müssen wir mal oben jetzt gleich mal Gas geben. Ha, jetzt haben wir es doch. Nice. Der Anlauf hat dann geklappt, bisschen mehr Konzentration und das war alles. Das ist ein Spiel für, ich glaube, ab 6 oder sogar ab 0. Also ich habe halt hier, ich habe das Spiel ja neu geholt. Was ist neu geholt halt? Geholt und das ist eine EU-Variante mit englischem Cover und alles. Da steht ja 3 plus drauf. Also das ist was für kleine Kinder. So, jetzt haben wir hier alles. Galaxie komplett. Jetzt ist sie komplett, Digga. Sehr schön. Und jetzt würde ich vielleicht doch noch kurz gucken, was der Vielfraß-Luma da für uns freigeschalten hat. Was ist das Ding denn? Willst du reisen, reise Keksfabrik-Galaxie? Nee, das ist ja die nächste Galaxie dann, oder? Dann anders mal, mein Freund. Ja. Ja, dann machen wir jetzt mal Bowser fertig. Oder wenn wir schon dabei sind, dann machen wir heute die Galaxie fertig. Die wir so haben. Und zwar... Was denn hier? Bowser Juniors Roboterfabrik. Okay. Lass mal dahin fliegen. Der dreibeinige Riese. Sagt meine Frau auch immer. Oh,
Das ist ein Spiel für Kinder, verdammt, ich bring sowas. Das ist ja planetengroß, also zumindest in der Galaxie. Hui. Schöne bedrohliche Musik, die er schon mal spielt. Yes. Ich habe doch gar keine. Das sind Panzer, die Gumpas. Okay, muss da erstmal die kleineren Sachen zerstören. Na, warte mal, ich muss mit euch hier. Wahrscheinlich. Nee, so kann ich sie auch vernichten. Sie sind gefühlt langsamer als die normalen. Ja. Jetzt herunter mit euch, weg mit euch, tschüss mit euch. Da ist eine Kanone, nichts gut. Tschüss mit dir. Oh, da feuert was. Ja, nicht gut. Weg da. So, nun. Ah, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Komm her. Yes, sir. Come on. Ich hab was für dich. Bleibt ihr denn? Ist wahrscheinlich zerstört worden. Jetzt aber. Nein? Oh, komm. Das verarscht mir ja nicht. Wo ist denn jetzt? Hat keinen Bock herzukommen, ja, toll. Hier oben wäre es halt am easiesten, ne? Jetzt haben wir es doch. Ist hier fix, geht das gut. Ja, dieses schöne Spielchen, ne? Man muss die halt auch ein bisschen nutzen. So, alles eingesammelt hier? Oh oh. Kommt er ja. Ah, du bist weit gekommen. Aber für einen wie dich brauche ich nicht mal die Hilfe meines Vaters. Los, Megabein, zeig ihm die Macht des großen Sterns. Megabein? Ja, guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Denk mal, wir müssen da hoch. Aua! Glück gehabt. Das war wahnsinnig viel Glück. Ha! Sehr gut. Na toll. Schauen wir mal, kommen die mir eigentlich hinterher? Ja, nicht so. Ja, wir müssen erstmal Fährte aufnehmen. Das kapiere ich jetzt leider nicht ganz. Dann muss ich da jetzt einmal rundherum laufen oder was? Ich kapiere es gerade nicht. Ah, euch muss ich da gleich nutzen. Sehr schön. Ich brauche die, die nach oben feuern, nicht die, die nach unten feuern. Die nach unten feuern, sind los.
Gut. Nein, er hat mich jetzt erwischt. Shit. Yes. Sehr gut. Ja, und ohne deine Power vom Megastern hast du natürlich auch nichts mehr zu melden, ne? Außer ein bisschen zu verpuffen im Weltall. Aber wie heißt so schön, im Weltall hört dich keiner schreien. Mal aus Volldowner da. Für Homo ist es ein Megastern. Großen Stern erhalten. Sorry, kein Megastern, der große Stern. Pardon, bitteschön, pardon. Sehr gut. Bowser Juniors Roboterfabrik, der dreimeinige Riese, ist erledigt. Galaxie komplett. Sehr schön. Neue Galaxie entdeckt. So, das Badezimmer. Sehr schön. Jetzt möchte ich aber trotzdem mal wissen, wo wir nachher noch hin können. Dies ist unser Kraftfeld. Es zeigt die Kraft der Sternwarte an. Wenn du große Sterne zurückbringst, kehrt die Sternkraft zurück und das Kraftfeld wird größer. Die Sternwarte des Kometen kann mit dieser Kraft durch das Universum fliegen. Wenn die ganze Kraft zurückerlangt ist, können wir bis zum Zentrum des Universums reisen. Das ist der von hier aus fernste Ort im Universum. Oh, eine Kuppel wurde aktiviert. Ja, das Badezimmer, ich hab's gerade gesehen. Wir nennen die wiederbefreite Kuppel unser Badezimmer. Die Karte, die ich dir vorhin gezeigt habe, zeigt nicht nur die Kuppel, sondern auch die entdeckten Galaxien und verschiedene Infos. Wenn du vergisst, wo sich eine Kuppel befindet, komm und frag mich. Ja, gut. Das sollten wir jetzt nicht vergessen. Jetzt will ich trotzdem noch an das eine, was der Luma freigeschaltet hat, schauen wollen. War irgendwas mit Keks oder so? Willst du reisen, reist die Keksfabrik-Galaxie? Ja, komm, lass mal hin jetzt. Verstanden, also dann, Abflug. Ah, das ist es sogar. Man hat ja auf der Karte gesehen, dass da sogar noch ein... Dass da jetzt noch zwei Sterne fehlen. Mampf den süßen Kuchen. Oh ja, lass uns mampfen, hey. Lass uns mampfen, Mama. Oh, das ist aber eine böse Map. Na gut, das ist eher ein Geschicklichkeitsparcours, habe ich das Gefühl. Ach du, es bewegt sich ja noch. Yes. Oh, die Laser. Yeah. Oh, ei. Jetzt holen wir uns erstmal hier die Dinger. Das als Bonuswelt ist es aber ganz schön. Hat jemand Förmchen zum Reinstecken? Hui, okay. Ich kann nicht mehr. Halt durch, der Schatz direkt von einer. Also, wenn die das hier bis hierher geschafft haben, dann schaffe ich das ja. Erst recht noch ein paar Meter weiter. Ich meine, das sind die Toads. Ah, sogar Monapilz bekommen. Sehr cool. Ah, fast abgestürzt. Jetzt nicht abstürzen, Mario. Juhu! Mario! Du verrückter Esel. Alter. Puh, lass es mal durchatmen. Ey, das wird jetzt ein bisschen fies mit denen. Uiuiuiuiui.
Ja gut, lässt mich zumindest da raus, wo ich hin wollte. Ha! Der Laser hat mir sogar teilweise den Arsch gerettet. Warte mal. Ich will das Schiff da hinten sehen. Sah ein bisschen aus wie, sieht ein bisschen aus wie die Odyssey aus Mario Odyssey, aber gut. Ja gut, Nintendo hat halt hier und da seine Ideen her, ne? Ich liebe Minzschokolade. Ah, komm mal. Was? Hey, wir haben kein... Was? Was war der da hinten? Hey, wir kehren um. Ach so. Ah, die haben ein Raumschiff gebaut, wie man sieht. Sehr schön. Ah, das Bonuslevel auch schon ist. Haben wir jetzt 3 Bonuslevel in der Galaxie geschafft. Sehr cool. Das lief jetzt ganz gut eigentlich. Und wie gesagt, dieser Strom-Laser-Dingens-Bumsens hat mir echt ein bisschen das Leben gerettet, gerade vorhin. Muss man so sagen. Keksfabrik-Galaxie, yo. Galaxie komplett. Sehr gut, sehr schön. Hier eine neue Galaxie entdeckt. Okay, und hier kommen dann noch welche dazu, habe ich das Gefühl. Okay, also war das jetzt ein Bonus-Ding. Aber okay, das nächste Mal geht es dann im Badezimmer weiter. Das ist da hinten. Sagen wir, laufen da schon mal hin. Wie gesagt, das nächste Mal geht es dann da weiter. Das war jetzt Folge Nummer 4. Das ging eigentlich gut voran bis jetzt. Bis jetzt, ja. Die Galaxien werden bestimmt noch etwas schwerer. Das würde mich jetzt wundern, wenn es noch leicht, wenn es genauso bleiben würde. Gucken, ist hier irgendwie ein Leben? Nee. Schade, schade. Aber okay, das nächste Mal betreten wir dann das Badezimmer. Ich hoffe natürlich, dir hat die Folge heute gefallen. Vor allem der Kampf gegen Bowser Jr., seinen Roboter, der nichts drauf hatte eigentlich, bis auf die Kugel gelesen. Ja, ansonsten war es keine große Herausforderung, muss ich ehrlich sagen. Auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie gesagt, wenn ja, lass einen dicken Daumen nach oben da, einen Kommentar, wenn es was zu sagen gibt. Und aber natürlich, wenn du nichts mehr verpassen willst, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Servus und für dich.